Und herzlich willkommen zu WWE 2K16, zumindest auf Yandere Simulatore. Ja, Freunde, es ist ein neuer Patch rausgekommen. Ich freue mich auf jeden Fall, euch natürlich dieses Spiel wie immer zu zeigen. Es macht nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Oh lala, wer ist denn da? Kann man eigentlich so fotografieren? Oh geil, das geht sogar. Hi. Zack, das müssen wir erstmal speichern natürlich. Safe, geht sowieso nicht, ich weiß. Aber interessant, interessant. Der Entwickler weiß, was er tut, und zwar ist irgend so ein Update gekommen mit... Moment, was war das nochmal? Dass man teilweise Schüler oder Schülerinnen irgendwie petzen kann. Ja, das geht. Und zwar soll man... Moment mal, was war das nochmal für ein Patch? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall kann man die bloßstellen, indem man zur Lehrerin geht. Moment mal, wir gehen erstmal kurz zur Lehrerin. Zur Lehrerin, zur Lehrerin, zur Lehrerin. Ja, 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 was gibt es hier nicht so Schönes bei Yandere Simulatore? Wie sprecht ihr eigentlich Yandere Simulator aus? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Es gibt einige, die sagen Yandere Simulatore, wie zum Beispiel ich. Es gibt andere, die sagen Yandere Simulator. Yandere Simulator. Gibt es einige? Dann gibt es andere, die sprechen das natürlich auf Deutsch komplett so aus. Also Yandere. Also Yandere Simulatore. So. Aber das ist ja auch mal, das ist immer so eine Sache, ne? Wie spricht man Yandere Simulatore aus? Das würde mich auch mal interessieren hier. Ach du meine Güte. Na, alles klar bei dir? Ja, der Entwickler ist wirklich sehr... Was ist das denn hier? Was sucht das denn hier? Ach du Kacke. Das kenne ich gar nicht. Hide. Mach mal. Wow, wie geil ist das denn? Man kann sich verstecken. Das ist ja mal geil. Guckt euch das mal an. Man kann sich hier verstecken. Mega gut. Geil gemacht auf jeden Fall. Lob an den Entwickler. Der ist immer so kreativ und innovativ vor allem. Der hat einen eigenen YouTube-Channel. Mal so nebenbei für die Leute, die es nicht wissen. Ach du Kacke, hier auch irgendwas mit Fire. Das ist ja mal geil. Ja, der Entwickler hat einen eigenen YouTube-Channel, Leute. Der hat einen eigenen YouTube-Channel und der hat so viele Ideen und so viele Berichte immer wieder zu sprechen, zu erzählen gegenüber seiner Community. Also der Entwickler gibt sich da schon relativ viel Mühe, muss man einfach mal sagen. Auch wenn er bescheuerte Ideen hat. Ich kann mir vorstellen, dass der Entwickler auch sehr pervers ist. Kann ich mir ehrlich gesagt vorstellen. Also, ob das wirklich so wahr ist oder nicht, ist natürlich eine andere Frage. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, weil mit diesen ganzen Hotpants und hast nicht gesehen, mit den ganzen Röcken. Natürlich ist das in Japan oder in China oder wo auch immer, in den asiatischen Ländern vielleicht sogar normal, dass Schüler oder Schülerinnen so natürlich zur Schule gehen. Aber ich weiß nicht, mir wirkt es, als ob der Entwickler ein bisschen, ja, pervers ist. Aber darum geht es jetzt erstmal überhaupt nicht. Und zwar, was kann man denn hier machen? Etwa ein Bild malen? So, ich muss jetzt erstmal das finden. Wo ist das denn nochmal gleich? Vielleicht noch eine Etage höher, könnte ja sein. Auf jeden Fall kann man... Nein, das ist falsch. Dann müssen wir runter. Auf jeden Fall kann man vieles, vieles, vieles machen. Dass man zum Beispiel etwas petzt und so. Das ist schon richtig geil gemacht, wie ich finde. Ich habe das Video von dem Kerl angeschaut, also von dem Entwickler. Wie man das natürlich irgendwie macht. Zumindest nur ein bisschen. Ich habe mich nicht ganz damit auseinandergesetzt, aber könnte wahrscheinlich ein oder andere interessieren. Ein oder andere, ja. Hier ist der schon mal auch nicht. Also die Frau, die Lehrerin. Weil die müsste irgendwie am Pult sein. Genau. Also die setzt sich und man kann immer jedes Mal, man kann die Leute bloßstellen. Das ist echt geil gemacht. Also ich hätte das selbst nicht gedacht. Okay, dann gehen wir mal eine Etage tiefer, weil ich glaube nicht, dass es hier ist. Und jemand hat auch in die Kommentare geschrieben. Hey, Melek. Schau doch mal, mach doch mal einfach mal ein Bild im Klo. Also einfach mal in der Mädchentoilette mache ich jetzt. Ist nichts. Im Spiegel. Ist auch nichts. Hier vielleicht. Hä? Okay, hier ist auch kein... Also hier ist auch nichts. Home ECE Room oder ICE Room oder wie man es auch mal nennt. Sieving Room, auch niemand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ein Spaß werden. Ist hier auch nichts. Moment mal. Moment, Moment, Moment. Huiuiui. Das kann ein Spaß werden hier. Sucht, wer sucht, der findet, ne? Cooking Room. Genau, man kann zum Beispiel hier, man kann zum Beispiel hier Fotos schießen, wenn die irgendwie essen oder trinken oder was auch immer. Und da kann man zum Office Room gehen. Und hier sitzt die Frau. Schaut euch das mal an. Wartet. Genau, das war hier. Wir reden mal ganz kurz.
So, jetzt kannst du Report Dirty Secret machen, Report Safety Report, Contraband Report, Panties Report, Cheaters. Also, wenn die einen Fehler machen oder irgendein Fehlverhalten haben, kannst du es hier direkt, ja, natürlich petzen. Alter Schwede, hat die aber große Glocken an der Brust, oder? Alter Schwede. Da hat der Entwickler sich aber was ausgedacht, ey. Die sind mehr spitz als rund. Naja, ist ja auch egal. Und zwar will ich das gerne mal machen. Ich weiß allerdings nicht, wie ich das machen soll. Ich glaube, ich muss sie dabei erwischen, was sie tun. Und dann, also wenn die irgendeinen Blödsinn machen. Gut, hier geht schon mal nichts. Was machen die denn hier? Wieso machen die eigentlich immer so einen Gruß? Wieso machen die so einen Gruß? Sie ist sowieso die geilste. Die ist sowieso die geilste, Leute. Die ist echt geil. Das ist die allergeilste. Wisst ihr warum? War das sie gewesen? Ich schau mal ganz kurz. Ja, danke fürs Bild. Das müsste Saki Miyuko. Ich glaube, das ist doch die, deren BH auch, glaube ich, man finden muss, ne? Oh, Senpai, Senpai, Senpai. Nein, alles ist gut, alles ist gut. Sekunde, man kann das ja nochmal, wir können ja nochmal cheaten. Sekunde, wo war das denn gleich? Hier, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ach du Kacke. Hier, cheaten. Change Reputation. Sehr gut, jetzt können die Leute uns natürlich auch folgen. Ja, wie gesagt, man kann auf jeden Fall ein Foto machen und das dann abgeben, aber ich weiß halt nicht genau, wie wir das machen sollen. Also, oben, glaube ich, geht das auch. Oben sollte das auch gehen, also auf dem Dachboden. Gehen wir mal ganz kurz nach oben, will ich mal ganz kurz ausprobieren, vielleicht ist da jemand. So, und wie gesagt, wenn die sich falsch verhalten, dann kann man das petzen. Ist an sich gar nicht so schlecht gemacht, was der Entwickler sich hier jedes Mal denkt. Also wie gesagt, ich glaube sogar, das ist nur ein Entwickler, der das macht. Könntest du ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, kann ich den runterschubsen? Nee, geht nicht. Alter Schwede. Da hinten. Da könnte man eventuell ein Foto machen. Machen wir das mal schnell. Da seht ihr das? Da kann man eventuell ein Foto machen und das dann petzen gehen. Das ist mega gut gemacht eigentlich. Das ist mega gut gemacht. So, Moment. Send, ja. Okay, das geht schon mal nicht. Das müsste man... Wartet mal, was ist denn, wenn wir jetzt von ihr etwas abfotografieren? Und zwar hier. Scheint wohl auch nichts zu gehen. Hi. Alles gut bei euch? Schauen sie wieder alle blöd? Du auch? So, wir haben ja jetzt einige Bilder gespeichert. Wir gehen jetzt einfach mal runter und schauen uns das mal an. Vielleicht passiert da was. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Werde ich jetzt gleich erfahren. Passiert ja oft, dass ich jetzt nicht so ganz, ja, immer weiß, was ich machen soll, was ich tun muss und so weiter und so fort. Vielleicht finde ich das jetzt. Wäre ja mal interessant zu wissen. Also, jetzt sind wir, glaube ich, aber richtig, ne? Saving Room, bla bla bla. Irgendwo muss jetzt Kitchen sein. Kitchen, ey, Kitchen. Moment mal, kann ich noch eine runter? Beeilung. Drummer Club. Genau. Jetzt gehe ich hier rüber, vielleicht kann ich das petzen, vielleicht. Nee, kann ich nicht. Schade. Aber man kann das tun, wenn die sich falsch verhalten. Und das war es auch eigentlich mit Yandere Simulatori. Das wollte ich halt nur mal ganz kurz vorstellen. Ist auf jeden Fall richtig geil. Schreibt gerne eure Erfahrungsberichte und was ich zum Beispiel noch machen kann. Das ist bestimmt noch richtig spannend. Und ich sage, bis zur nächsten Folge.